Mit Musik geht alles besser, auch in diesem komischen neuen Alltag. Den wollten Mandy Boosdorf und ihre kleine Tochter etwas erträglicher gestalten. Jeden Tag auf dem Weg zur Kita laufen sie am AWO Seniorenzentrum in der Südstraße in Mittweida vorbei und wünschten sich für die Bewohner etwas ganz Besonderes. Sie bestellte den MDR Liederlieferdienst und der lieferte am Vormittag des 19. Mai. 4 Musikerinnen und Musiker des MDR Symphonieorchesters überbrachten den Bewohnerinnen und Bewohnern und Pflegekräften musikalische Dankesgrüße. Natürlich mit dem entsprechenden Abstand live gespielt. Und nicht nur Ihnen, sondern auch den Pfleger und Pflegerinnen, die in dieser schweren Zeit einen unglaublichen Dienst leisten. Und das sage ich mit voller Überzeugung, denn meine Mutti ist auch seit einigen Wochen in einem Pflegeheim. Das Ensemble aus Musikerinnen und Musikern des MDR Symphonieorchesters und MDR Rundfunkchors ist bereits seit dem 27. April 2020 in ganz Mitteldeutschland unterwegs, um vor allem den Menschen etwas Freude zu bereiten, die sich seit Beginn der Corona-Krise als echte Helden des Alltags beweisen. Dafür ist allerdings eine Nominierung beim MDR Liederlieferdienst notwendig. Mandy Boosdorf hat's gewagt und gewonnen. Ihre Bestellung des Dankesgrußes für das Seniorenzentrum wurde ausgewählt. Dafür und natürlich für die Musik gab es Applaus der aufmerksamen Zuschauer. Eine willkommene Abwechslung für Mitarbeiter und Bewohner in der Pflegeeinrichtung, welche den Alltag nahezu komplett neu organisieren müssen. Einen Alltag ohne den Besuch der Angehörigen.